So, willkommen zurück zu einem etwas anderen Video, und zwar einem Guide. In diesem Guide zeige ich euch, wie man Monster Hunter Frontiers noch heutzutage spielen kann. Und zwar sind die offiziellen Server seit einigen Jahren natürlich offline, aber es gibt eine recht aktive Fan-Community, die eigene Privatserver aufgelegt hat. Und eines dieser Privatserver ist der Rain-Server. Den gibt es in verschiedenen Regionen, wie zum Beispiel USA, Asien, aber auch der EU. Und ich zeige euch mal, wie man da spielen kann. Als erstes geht man auf den Discord-Server des Rain-Servers. Den Link findet ihr hier in der Beschreibung. Die Anmeldeprozedur. Man bestätigt die Regeln, die dieser Server einem auferlegt. Halt so Sachen wie kein Spam, keine Nacktheit, keine Beleidigungen. Halt einfach ein normales menschliches Wesen sein und vernünftig sein. Dort gibt es in der Information-Sektion die Download-Game-Hier-Abteilung, wo es diverse Links gibt, wo man sich das Spiel mit dem Rain-Patch und dem English-Patch runterladen kann. Man muss nichts weiter machen, als dieses Paket runterzuladen. Ich habe hier als Beispiel den Google Drive-Link benutzt. Und wenn man den hat, kann man sich das Spiel einfach entpacken und dann ist man quasi schon fertig. Aber es ist nicht ganz so einfach. Und zwar sollte man sich für die Einstellung des Spiels am besten bei C, Games, Capcom, Frontier einen Ordner anlegen. Und dann geht man in den Download-Ordner und entpackt einfach den Inhalt in dem Frontier-Ordner. Was hier jetzt passieren kann, ist, dass Windows die Exe-Datei als Virus erkennt und entfernt. Das liegt daran, dass die Exe-Datei des Spiels modifiziert wurde, um den Privatserver spielen zu können. Es ist kein Virus, es wird nur als potenzielle Bedrohung erkannt. Deswegen gehen wir jetzt in den Windows-Sicherheitsbereich. Dazu klicken wir auf das Schild unten in der Taskleiste, klicken auf das andere Schild für den Bedrohungsschutz und tun auf die Einstellungen für Viren und Bedrohungsschutz gehen. Dort scrollen wir runter und gehen auf Ausschlüsse. Ich habe hier bereits den Ordner drin, aber um den hinzuzufügen, klickt man einfach auf den Plus-Button oben drauf. Bedrohung hinzufügen, Ordner. Und dann gehen wir in unseren Monster Hunter Frontiers Ordner auf C, Games, Capcom, Frontier und wählen diesen aus. Dann müsste er auch bei euch drin sein und die Exe nicht mehr gelöscht werden. Wenn sie dann weg ist, einfach nochmal entpacken die einzelne Exe und dann sollte sie nicht entfernt werden. Wenn wir jetzt das Spiel starten, haben wir den Launcher. Es braucht ein kleines bisschen, aber wenn er da ist, können wir den Server in der Liste auswählen. Um alles nutzen zu können, muss man den Account mit dem Discord-Server verbinden. Das macht man in den Bot-Commands. Dort scrollt man runter und wenn man noch gar nichts gemacht hat, kann man über den Register-Button sich registrieren, indem man einen Benutzernamen und ein Passwort eingibt, was man später im Launcher benutzen kann. Dann drückt man auf Absenden und man ist auf dem Discord und im Server registriert. Allerdings, wenn du bereits im Launcher einen Account kreiert hast und jetzt versuchst, diesen zu registrieren, bekommst du diese Fehlermeldung hier. Das heißt, du musst deinen Account mit dem Discord verbinden. Dazu gehst du in die Gathering Hall Sektion in den Bot-Spam und gibst dort /bind ein, um deinen Account zu verbinden. Der Bot wird dann dir eine ähnliche Registrierkarte wie beim Registrieren geben. Da gibst du dann deine Daten ein, den Benutzernamen und das Passwort, was du im Launcher benutzt hast, und drückst auf Absenden, um deinen Account zu verbinden. Hier kriegst du dann eine Meldung, dass es erfolgreich verbunden wurde. Glückwunsch! Hiermit sind die Funktionen des Discord-Servers tatsächlich auch aktiviert und man kann loszocken. Ich habe hier schon User-ID und Passwort drin, aber man kann im Grunde genommen alles dafür auswählen, ist egal. Wenn man dann einloggt, kann man direkt das Spiel starten.
eine Sache gibt es noch, die optional ist, aber man machen kann. Und zwar in den Optionen. Gehen wir auf Key Settings. Und hier, wenn man Gamepad drin hat, kann man das Ganze auf den Portable Type einstellen. Ich hatte die Standardeinstellung früher mal ausprobiert, aber die hat sich überhaupt falsch angefühlt. Dementsprechend Portable Type ist für Controller meiner Meinung nach bequemer, ist natürlich, wie gesagt, optional. Und jetzt kann man bei Start Game oder Quick Start kann man sich jetzt einen Charakter erstellen. Da sieht man auch ein bisschen die Informationen dazu. Aber im Grunde genommen war es das hier auch schon. Jetzt kann man wie gewohnt bei Monster Hunter sich den Charakter und die Klasse auswählen und dann loslegen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.